an den Star Wars Kindergarten, an den Star Wars Forum Project, keine Ahnung, die glorreiche Online-Ansage. Also wer Erwachsene angreift und dann noch denunziert und so, weil Fehler passieren. Die Fehler sind behoben und jetzt geht's richtig los. Das Projekt Star Wars wird hier so richtig nochmal neu aufgerollt, nochmal hochgezogen. Jetzt gibt's richtig Kadormes. Ich weiß, dass von oben bis unten da negativ ist ja normal. Ist normal, die Stars und Sternchen haben die Faxendicke von Facebook und den ganzen sozialen Scheiß. Weil es ist Scheiß, weil die Jugend einfach die Generation 4 und 5 vor Rot durch die Elektronik und ist halt so. Ja, ich reg mich jetzt nicht auf, ich bin Generation 1 Star Wars und hat angefangen mit 20, könnt ihr euch nachdenken, ist ja scheißegal. So, nach 60, also über 60, hat man die Faxen dick. Da lässt man sich von Generation 4 und 5 gar nicht erst beschimpfen. Ihr dürft schimpfen, ihr könnt weiterschreiben. Jedes Mal werdet ihr GX, bis keiner mehr von euch übrig ist. So einfach ist das. Ja, das Projekt Star Wars. Ja, auf der einen Seite gibt es die Sith, auf der anderen Seite die Jedis und das Fußvolk sollte man auch nicht vergessen. So, Star Wars ist ein Produkt, genauso wie Lego ein Produkt. Dieser Herr der Sterne da oder der Herr der Ringe und Herr der Steine. Lange Rede, kurzer Sinn. Da gab es einen, der nennt sich Herr der Steine. Ne, nennt er sich gar nicht. Ist noch schlimmer. Held. Er nennt sich Held der Steine. Es wird so dermaßen über diesen Held der Steine, Schrägstrich Lego, da debattiert und aufrecht gehalten. Aus allen Ecken kommen die geschossen, meine lieben Freunde. Für mich ist das ein Riesenfake, weil Lego hat nicht umsonst ihn auf die Messe gebeten. Lego hat nicht umsonst da irgendwas. Die sehen, dass er erfolgreich ist, die werden ihn jetzt einspannen. Die ganze Schote, die da geritten wird, ist natürlich zum Wohle des Helden der Steine. Denn alles, was man anbietet, egal was, muss man vorher kaufen, um es dann vor der Kamera. Nicht nur das, alles, was da bei dem Held der Steine gezeigt wird unter Lego, Star Wars, sind ja schon fertig. Also ein Riesenteil, ein Todesstern, der über 3.000 bis 6.000, je nachdem, ist halt so. Die Preise von Lego sind nicht günstig. So, wenn er da negativ drüber schreibt oder redet oder zeigt, ja? So, ich bin und bleibe immer noch dieser AWR Movie, das ist alles echt hier. Hier ist alles echt, deswegen sage ich das jetzt in die laufende Kamera und fange nochmal von vorne an. Also wenn die Generation 4 und 5 der Meinung ist, die Generation 1 und 2 was zwischen die Hörner zu lagen, von oben bis unten einem zu erzählen, was ist und was nicht ist, dann wird halt Generation 1 und 2 das mal vor laufender Kamera gerade rücken. So, so viele Rechtsirrtümer, die hier rumeiern. Jeder weiß, jeder kann, es stimmt aber nicht. Es stimmt ja gewaltig was, leider nicht in dieser Firma Deutschland. Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Ja? Mir ist das vollkommen egal. Star Wars, ein fremdes Produkt. Star Wars 1971 ausgedacht, 1977 auf die Leinwand gebracht. Nach 6 Jahren Ärger hat George Lucas das dann auf eine Art geschafft. So. Ich muss da etwas klarstellen. Wenn man kein Fan ist, also nicht durchgeknallt, ja, an irgendeinem Produkt hängt und da sein ganzes Vermögen ausgeht und irgendeinem in den Rachen wirft, der sich momentan wie Lego nur noch Star Wars und was weiß ich nicht alles, seid ihr selber schuld. Also wir schmeißen das Geld nicht raus. Ich habe als Chef sozusagen das Geld rausgehauen für die Sendung, weil mir das Spaß gemacht, warum auch nicht. Der Spaß wurde aber genommen. Und wenn einem der Spaß genommen wurde, dann gibt es was zwischen die Hörner. Hallo, grüß euch. Bei dem Wetter raus. So, wie gesagt, ihr wart krawallig. Ihr habt denunziert, diskriminiert. Und somit gibt es eine Packung. Gibt eine Packung. So einfach ist das. Wer diskriminiert, wer trollig ist, wer dumm schwätzt, wer einen runterputzt, etc. pp. Wer machen uns kein Thema vor laufender Kamera. Erstens müssen wir als Firma uns nirgendwo einschreiben, wenn wir das nicht wollen. Peng aus. Wir haben es nicht nötig. Das ist eben so. Und das hier ist Abfallproduktion. Macht halt Spaß. Nur so eine Ansage muss halt auch mal sein. Wer also nicht versteht Generation 1 und 2, weil Generation 0 haben wir als Generation 1 und 2 gehuldigt, beziehungsweise wären auch nicht so artig, das ist schon richtig, aber wir haben dem Alter immer noch Respekt gezollt. Das ist heute natürlich nicht.
weil du Dreijähriger da einem vorbeitrittst und sagst, verklagt mich doch, ja, das ist deine Mentalität, linksradikal, rechtsradikal, Rhabarberkirche, das ist so ein Blödsinn alles. Wer sein Gehirn einschaltet, kommt irgendwie mehr durchs Leben, auch bei Star Wars. So, Star Wars ist halt Krieg und wenn ihr eine Kriegsansage, dann gibt es auch eine Kriegsgegenansage. Sith gegen Jedi, Jedi gegen Sith, keine Ahnung, Schwachsinn gegen totalen Schwachsinn, kann man alles durchziehen. So ist das nun mal. Nur wer das, sagen wir mal so, wer die Generation 1 und 2 angreift, muss damit rechnen, dass 1 und 2 sich 4 und 5 mal vorknüpft. So, die Young Generation, die jetzt gerade frisch, die sind ja noch in Ordnung. Ich hatte gerade auch noch einen unheimlich netten jungen Mann hier vor der Linse. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch nette junge Menschen. Im Internet scheint es ja wohl nicht der Fall zu sein. Ihr seid halt elektronisch verroht. Wir hatten uns 79 als Jugendliche den Vätern, der Pixelväter, den Byteväter, verschrieben. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch mit dem Lötkolben zu arbeiten, die Matrizen zu ätzen und so weiter und so fort. So, da ihr ja nun mal Trolle seid und trollig unterwegs seid, müsst ihr also mit der Packung auch mal langsam leben. So ein Forum da, ich weiß nicht, was das sein soll, dumme Frage stellen. Leute, Star Wars ist ein Produkt. Star Wars wird euch generiert. So, und andere greifen auf, zeigen euch etwas und in Wirklichkeit ist es ein wahnsinniges Fake. Das ist eben so, aber ihr glaubt ja es ja alles. Ihr rennt ja hinter den Turnschuhen her und gibt 500 Euro aus. Ellie Geertz mit B oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ihr gebt eine Karte aus von zig Dollars. Aber was habt ihr davon? Ja? Ist eben so. Klopapier kostet eine Menge und wofür ist es? Zum Wegwerfen. Aber irgendwas, was wichtig ist, ist dann doch zu teuer. Kann alles sein. So, viele haben überhaupt keine Ahnung, dass eine Figur halt so teuer ist. Kann man nicht ändern. Die kostet 50.000 Dollar. Die andere kostet 5.000 Dollar. Die andere kostet 6.000 Dollar. Die andere kostet 25.000 Dollar. Weil die halt gesammelt werden. In Wahrheit hat weder ein Legostein, weder so eine Figur einen Wert. Die haben nur dann einen Wert, wenn du sagst, ich will die haben. Egal wofür. Gib dir eine Million. Hauptsache, ich will die haben. So, dann hat die in dem Moment einen Wert erhalten von einer Million. Punkt. Weil du es so wolltest. Aber in Wirklichkeit hat nichts einen Wert. So, so eine Tasse hier, diese gerade nicht, gibt es ab 1 Euro irgendwo, dann gibt es die für 4,50 Euro irgendwo und bei Amazon gibt es die dann plötzlich für 41,95 Euro. Nicht diese Tasse, das ist meine Tasse. So, also, ihr habt da losgewettert wie die Weltmeister, ihr habt nicht mal ein freundliches Wort, ihr habt nur Ahnung, ihr besteht auch nur aus Ahnung, deswegen haben wir auch so ein scheiß Deutschland. So ein unheimlich gutes Deutschland, weil ihr die Ahnung habt. Ja, ihr habt die Ahnung. Ihr habt das Internet. Ihr habt Google, Vater Google. Aber wie kann es sein, dass Vater Google einfach Bilder zieht aus laufenden Filmen und die dann veröffentlicht? Ist auch so eine Sache, oder? Ist auch so eine Sache. Ja, das, hallo? Was soll das? Ja, Google macht das. Google zieht Bilder, auch aus diesem Video. Aus diesem Video wird Google da irgendwelche Bilder herausziehen und die veröffentlichen. Ja, ob das jetzt an dem Wort Projekt, keine Ahnung. Ja, wir sind eine Markenfirma, wir haben eine Marke, wir sind an der Wirtschaft angebunden. Das ist hier kein Quatsch, auch wenn ich quatschmäßig aussehe. Es kann ziemlich hart zur Sache gehen, ist kein Thema. Die Ansage steht jetzt hier offen für diejenigen, die da trollig durch die Gegend trollen. Ne? So, wir helfen älteren Menschen, wir reparieren denen hier die Computer und alles aus Erfahrung, ja. Und reden nicht, sülzen nicht, gehen auch nicht in denen ihre Sachen rein, die sind und die bleiben Kern. Das heißt, wir sehen nichts, wir hören nichts, wir machen denen das richtig. So, damit die älteren Leute, ja, die ihr wegwerft in Altenheime oder was weiß ich, wo ihr die hinwerft. Aber ist halt so, wir haben die noch gepflegt, die alten Leute. Ja? Wir haben auch noch philosophiert mit den alten Leuten. Ja? Aber das findet ihr ja nicht mehr. Das kriegt ihr ja gar nicht gebacken. Ja? So, das Urheberrecht mag alles schön und gut sein, weil an sich ist alles Urheber, alles. Die Gedanken, das Video, ja, ihr greift ja sozusagen mein Urheberrecht an, meine Persönlichkeit greift ihr an. Hallo, welches Recht habt ihr denn dafür? Hä? Nur weil ihr ein Forum habt? Ihr habt ein Forum über Star Wars? Ihr philosophiert über ein Projekt? Ja, ihr habt weder ein T eingetragen, ein R eingetragen, ein C eingetragen. Das Ding ist noch niemals gerichtlich eingetragen, dass es irgendwie schwer wiegen würde. Noch nicht einmal das.
habt ihr auf die Reihe bekommen. Aber ihr dumme Sprüche rummäkeln, rummaulen, ne? Irgendwelche Comms machen, um Kohle zu machen, irgendwelche Figuren anbieten in super teuren Preisen, damit so ein dummer Hechter die dann auch für böses Geld kauft. Ja, irgendwann bietet ihr so eine Tasse an für 100 Euro. Ja, das passiert wirklich, ja. Boah, 100 Euro, die ist super, musst du haben. Nee, muss er nicht haben. 1 Euro reicht, sag ich mal. Star Wars wird übertrieben angeboten. So, zum Projekt Star Wars knallen wir mal das hier raus. Wir fangen neu an. Ich habe meinen Kollegen gesagt, sie möchten bitte besser aufpassen, weil da so Schnösels da an der gegenüberliegenden Seite da nichts anderes wie Pamphlete reinbringen, über Grammatik sich, über das Deutsch, über das Englisch. Ich habe mal ja eure Seiten angesehen. Also erstmal gratuliere ich diesen Troll da, der mit null Abo, null Video sich extra bei YouTube angemeldet hat, damit er hier was drunter schreiben kann. Also dem gratuliere ich natürlich von ganzem Herzen. Überprüf mal dein Inneres, dass du dich anmeldest mit null Abo, mit null Videos, um irgendjemanden ein Pamphlet drunter zu schreiben. Ey Junge, du bist spitze, du bist klasse und bist aber leider auch terminiert worden. Das ist eben so. Alle anderen werden auch terminiert, kommen ab, weg damit. Brauchen wir nicht. Aber es muss ja mal gesagt werden. Also, es muss mal gesagt werden. Wer eine autoritäre Person nicht mag oder wenn er einen Chef nicht mag, ich kann ihn aber einreinwürgen. Er kann nicht richtig sprechen, der sieht ja scheiße aus, der labert ja nur Kacke. Boah. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir einen Pamphlet drunter zu schreiben, euch anzumelden, wie gesagt mit null, und dann habe ich mal jeden Einzelnen mal, was zeigt ihr denn da? Ihr verstößt doch die ganze Zeit gegen Urheberrechte, was ihr da zeigt, was ihr da macht. Also ich würde mich mal gerne untersuchen lassen, indem ich sage, was mache ich denn da? Ne, so ungefähr. So, meiner einer weiß, was er macht, dass er jetzt hier auch den Lauten macht, hat seinen Grund, weil es einfach mal sein muss. So, es macht riesen Spaß, einen Videoclip zu machen. Es macht Spaß. Es geht jetzt hier nicht um Geld zu verdienen. Wir werden einen Teufel tun, um hier irgendwelche Fakes. Wir könnten Fakes machen, ja, um Geld damit zu verdienen. Wollen wir aber nicht. Weil wir haben dafür gar nicht den Sinn. Wir haben gar nicht den Sinn, wir haben auch gar nicht die Lust, hier uns abzurackern, damit wir Klicks bekommen. Wir wissen, wir kennen das alles. Wir können hier alles programmieren. Ja, dann haben wir zigtausend Klicks, dann verdienen wir unser Geld, haben wir alles hinter uns. Ja? Haben wir. Ja? Also die Aktion mit Till Schweiger und so, das war ja alles online. Alles da. Ja, da haben wir gutes Geld mit verdient. So, jetzt hat YouTube eine neue Geschichte, eine neue Art. Wir hätten beinahe an Artikel 13, wären wir bald alle hängen geblieben, dann hätten wir das alle nicht mehr. Nun, im Moment haben wir und so weiter. Wir sind alle für uns selbst verantwortlich. Ich sowieso als Vorstand und so weiter bin ich und so weiter. Und wenn ein Fehler passiert, okay, ist ein Fehler passiert, ist in Ordnung. Aber das Problem der Geschichte ist, dass uns allen die Freude genommen wird, indem man torpediert. Man torpediert, man trollt, man schreibt, man denunziert. Ob das so toll ist, weiß ich nicht. Der eine sagt, es ist DDR 2.0, da ich BRD-Bürger bin, von Kindheit an, ist halt so, kenne ich mich da nicht aus. So, kann sein, dass wir wirklich im Modus DDR 2.0 sind, mit Diskriminierung, Stasi-Allüren und was weiß ich, abhören und was, keine Ahnung, soll mir auch egal sein. Wie gesagt, Google ist eine Krake, Google schnippt. Ja, schreibt natürlich unten drunter, es könnte sein, dass dieses da urheberrechtlich geschützt ist. So, aber ist es nicht. Grüße, hallo. Bei dem Wetter seid ihr draußen. Okay. Wir helfen der Generation 0, die von nichts Plan haben, die nicht online gehen können, ja, die sich einen Computer kaufen und dann plötzlich lauter Bugs haben, ist halt so. So, wenn man nach Herrn Google geht und diese Bugs eingibt, um vielleicht eine Lösung zu finden, hat man noch mehr Bugs, ja, noch mehr Fehler. Man muss halt viel arbeiten, um gewisse Fehler auszugleichen. Man kann nicht ein Programmchef sein von Windows. Wie Windows erfunden, 3.05, die 16
Einheiten, die wir da reinschieben mussten, nannte man Diskette etc. pp. Die wir angefangen haben mit P90, C64, 10 und wie die alle geheißen haben. Vor allen Dingen 1979, die Brummkreisel da mit so einem Auto durch die Gegend, wie dann dran gearbeitet wurde, um solche Embleme, die ja jetzt da oben eingeblendet, in jedem Fernseher zu sehen. Das sind alles so Leute, die den Pelomino erfunden haben, die einen Strich gezogen haben, ist Nike entstanden. Oder zwei Augen, ein lachendes Gesicht, Smiley. Das sind alles Erfinder, die nie was bekommen, die aus Spaß und Lust und Laune mitgearbeitet oder irgendwas gemacht haben. Das sind aber keine Loser, die werden aber als Loser verkauft, weil die nicht das Vermögen bekommen haben, was die anderen bekommen haben. Lego hat auch ganz einfach angefangen, ja. Also der erste Lego-Hersteller sozusagen, der erste Klemmbaustein-Hersteller. Und wenn man das so jetzt sieht beim Held der Steine, was da jetzt hochgefahren wird, das ist alles Promotion, das ist alles so gewollt, denn das kostet doch alles Geld. Um irgendetwas, ist doch egal was, sogar diese Tasse musste gekauft werden, um die jetzt in die Hand zu nehmen, euch vor die Kamera zu halten oder darüber zu philosophieren. Dass so eine Tasse, nicht diese, dass überhaupt irgend so eine Tasse da anfängt. So, hier ist eine ältere Dame, die absolut verzweifelt war. Und der helfen wir jetzt, dass sie da die ganzen Fehler, die er sich eingeschlichen haben. Alte Menschen können nicht mit dem Computer umgehen. Das geht halt nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Aber nein, man hilft ihnen nicht. Ja? Einer Dame, 80 Jahre, muss mal erklären, dass sie sich sowas kauft, sich hinstellt mit Kamera und seitdem ist ihr Enkel, 3 Jahre alt, mit der Oma verbunden und endlich hat die Oma wieder, oder ist die Oma eine Heldin, weil der Kleine vor laufender Kamera bei sich zu Hause, der Oma vor laufender Kamera zeigen kann, wie toll die Welt im Kinderzimmer ist. So, kommt die Oma aber, ja, dann ist die Oma einsam, weil das Kind keine Zeit hat. Das Kind ist mit seinem Daddelgerät beschäftigt, ob nur ein Plate, ob nur ein PC, egal was, oder sein Smartphone, ja, ein 3-Jähriger, ist so. Und die Oma wundert sich, dass sie mit dem nicht sprechen kann. Aber seitdem die Oma so ein Gerät hat, okay, es sind halt Fehler reingeschlichen, was passiert halt, und wir reparieren das. So, wir haben uns Mühe gegeben, die Oma ist wieder, okay, die wird sicherlich vorbeikommen, weil da viele Sicherheitsschlüssel jetzt drauf sind, um solche Fehler, die da passiert sind, nicht nochmal passieren. So, diese Vorspann, hey, habt ihr noch Wetter mitgebracht? Ja. Alles klar, was brauchen wir? So, so sah das früher aus. Ne? Früher hatte man Wahnsinnsbildschirme, Computer, einen Scanner mit SCSI. So, 1979, ich weiß auch nur, wir haben noch nicht das Jahr 70, also ihr Frechdachse aus dem neuartigen 89er Geburtsdatum aufwärts, ihr Star Wars Freaks. Ja, der eine braucht 150.000 Unterschriften, damit Episode 8 aus dem Kanon genommen wird. Aber wo, hart. So, wie gesagt, Videos machen aus Spaß, guter Laune, weil man gute Laune hat. Also heute wird man ja, wie gesagt, nur noch torpediert. Wenn ihr was zu sagen habt, kann man es auch freundlich machen. Und wer der Meinung ist, ansagen zu müssen, muss auch das Echo seiner Ansage über sich ergehen lassen. Ja, und Forum. Also wenn ich mir das Forum ansehe und da sehe, was da gesprochen bzw. geschrieben wird, worüber nachgefragt wird, worüber gesonnen wird, meine lieben Freunde, dürft ihr ja alles machen. Ist ja auch so gewollt. Aber auf der anderen Seite will einer was verdienen. Das ist der Name Disney. Der andere hat schon verdient. Ja, der hat 5 Milliarden auf dem Konto. Gibt jetzt 1 Milliarde aus für sein Museum. George Lucas. So sieht's aus. Man will Geld verdienen. 1971 mit seinem 14-seitigen Skript unterwegs. Hat eine Idee. Und dann geht's. Also heute geht alles einfacher. Ja, Chrome Finding. Ja, einfach da vor der Kamera sitzen, ich habe ein tolles Produkt. Ihr schaut zu viel elektronisch. So, da ihr zu viel elektronisch seht, will man ja jetzt auch die Festkörper, die Analogie entfernen. Ja, man will die Disc entfernen, die Blu-ray, 4K. Man will nur noch streamen, weil dieses Jahr kommt auch Disney Plus dazu. Netflix, Amazon, YouTube und so weiter und so fort sind die Hits. Da schauen wir rein. Da sind wir Gast. Das hier ist ein Gastauftritt dort. Ja?
Irgendeiner ist feindlich gesinnt, ist wieder trollig, rollig, er macht wieder einen auf Troll und schon ist das Video weg. Ja, also wenn das eine tolle Welt sein soll, ich weiß es nicht. Keiner von euch fliegt zum Mond, keiner von euch fliegt irgendwo anders hin. Alle, die vielleicht zum Mars fliegen, kommen nicht wieder. Das sind unheimlich tolle Aussichten. Und Deutschland, ja, mit seinen 16 Bundesländern, ist, glaube ich, seit 75. Stelle der Elektronik. Ja? Also wenn die Chinesen kommen, meine Kunden sind auch Chinesen, also die haben mehr drauf, die haben viel mehr drauf. Ja? Mittlerweile müsste man auch sagen, wer einen Deutschen verunglimpft, ist ein Rassist. Aber nein, um Gottes Willen, ein Deutscher ist Abfall, ein Deutscher muss weg. All solche Sachen im Kanon von Krieg der Sterne, von Star Wars, kann man alles einbringen. Ja, man könnte an sich diesen Planeten Erde als Star Wars-Ebene sehen. Ja? Man muss das richtig aussprechen. Jabba the Hutt. Ja, das muss richtig rüberkommen. Sonst ist man ja, ne? Oh Gott. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch funktioniert anders. Jeder Mensch ist anders drauf. Das macht seine Persönlichkeit aus. Da die Analogie stirbt, ihr wollt keine Fachgeschäfte mehr. Der neue Gott ist Amazon. Das ist der neue Gott. Da kauft man ein, egal wie teuer. Ne? Weil er hat die Vielfalt. Ich will ein buntes T-Shirt. Ich will nicht das T-Shirt, was der Fachhandel hat. Der hat nicht das T-Shirt, was ich haben wollte, sondern Amazon. Und wie die alle heißen, die haben das, was ich haben will. Und ich will nur mit Plastikkarte zahlen. Jawohl. Hallöchen. Jawohl. Einfach. Failed me for the last time.